Beide Mannschaften machen jeweils einen Kreis, schwören sich nochmal ein im sonnendurchfluteten Hartwaldstadion von Sandhausen. Die versuchen es jetzt ihrerseits, die Sandhäuser, mit einem langen Ball. Schönes Direktspiel da jetzt im Mittelfeld auf Testroth. Der könnte querlegen und schießen. Oh, das war die große Chance für den SV Sandhausen. Hat dann jetzt mal auf die andere Seite gespielt, auf Marco Friedl. Der Pass in den Strafraum macht und Tor für Werder Bremen. Werder führt in dieser 11. Minute 1:0. Marco Friedl, der Linksverteidiger, geht dann einfach mal mit nach vorne, passt in den Strafraum. Und da hinten ist Nikolai Rapp. Vielleicht jetzt die direkte Ausgleichsmöglichkeit für den SV Sandhausen. Ah, warum spielt der Testroth denn da quer? Der SV Sandhausen bringt immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. Und manchmal bringen sich die Bremer um den eigenen Lohn. Hier ist riesen Fehlpass da eines Bremer Spielers. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Chance zum Ausgleich für den SV Sandhausen in dieser 29. Minute. Tor! 1:1. Testroth läuft an. Mit rechts in die linke Ecke. Zetterer war da. Aber halten konnte er nicht. Und damit alles wieder offen. Versucht da Okorochi einzusetzen. Der ist im 16er an der linken Seite. Schussmöglichkeit für Başkim Aydini. Und damit auch der Halbzeitpfiff zwischen dem SV Sandhausen und Werder Bremen. Marvin Duxch in Richtung Füllkrug. Der geht mit dem Ball 20 Meter vor Tor und schießt vorbei. Bachmann aber noch Mitte der Sandhäuser Hälfte. Flankt dann in den Strafraum. Achtung, und das ist jetzt die Chance für Dingschi. Also, das ist mal ein dickes Ding, dass die das Tor machen, was die ganze Zeit schon in der Luft liegt. Ich hätte es eher Werder Bremen zugetraut. 2 Minuten 45 Sekunden noch bleiben den Bremern offizielle Spielzeit, um hier die Niederlage zu verhindern. 16 Meter Raum nochmal quer gelegt. Dann vielleicht Schönfelder mit dem Pass in die Mitte und das Tor! 2:2. Und wer ist es? Es ist Niklas Füllkrug. Also das gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Und das hier ist so eine. Bremen mit dem Freistoß. Ball fliegt in den Strafraum. Achtung, Pfosten. Boah. Dingschi an den Pfosten. Und Schluss ist am Ende ein turbulentes Spiel. 2:2.